Der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg zieht eine positive Bilanz für 2014 und sagt, es war ein gutes Campingjahr. Bei mir ist Volker Milchen der Chef. Herr Milchen, mit welchen Zahlen können Sie das denn festmachen? Wie ist es konkret gelaufen? Ja, also wir hatten eine deutliche Steigerung bei den Übernachtungen und Gästezahlen. Wir sind jetzt inzwischen bei 47.000 Gästen angekommen. Das ist ein deutliches Plus. Bei den Übernachtungen sogar 12% mehr. Bei fast 230.000 jetzt angekommen. Das stimmt uns sehr froh. Ja. Ein wichtiger Teil war in der Tat das sehr gute Campingergebnis. Das ist in ganz Deutschland so gewesen. Wir lagen auch in diesem Trend mit über 7% mehr als im Vorjahr. Ein weiterer Punkt war bei uns, dass wir ja investiert hatten im Familienpark, in neue Ferienhäuser und auch in neue Betten, in einen Anbau am Strandhotel. Und diese Investitionen machen sich natürlich auch bemerkbar bei den Zahlen. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Wo kommen denn in erster Linie so die Hauptferiengäste her? Ja, die Tradition hält dort an. Also die meisten Gäste bei den Übernachtungsgästen, aber auch bei den Tagesbesuchern kommen aus Sachsen, aus dem Dresdner Raum, aus den Landkreisen Nordsachsens. Aber natürlich auch immerhin noch gut 40% dann andere Gäste aus den Bundesländern Thüringen, insbesondere Nordbayern, Brandenburg selber auch. Und ganz interessant ist der anhaltende Trend auch der tschechischen Gäste. Hier haben wir inzwischen 4% Anteil und das wächst sehr stark von Jahr zu Jahr. Das ist mal leicht, wenn man auf einem niedrigen Niveau wächst, aber das Wachstum über 40% ist so stark, dass es uns doch darin bestätigt, dass wir denken, das ist ein Quellgebiet, Prag, 2 Stunden entfernt, was sehr, sehr interessant sein wird in der Zukunft. Und wir haben uns mit vielen Dingen auch schon darauf eingestellt, mit einer Internetseite in tschechischer Sprache und dergleichen. Sie hatten schon kurz angesprochen, es gab auch finanzielle Mittel in erheblichem Umfang, die investiert wurden. Ein paar Maßnahmen vielleicht mal. Ja, ich unterteile das mal in unseren Gewerbebetrieb. Da haben wir 5 Millionen investiert, wie gesagt, überwiegend in das Strandhotel und den Familienpark, in die Ferienhäuser. Das ist eine große Summe, überwiegend also im Familienpark auch ohne weitere Fördermittel. Und in dem öffentlichen Bereich, wo es um Infrastruktur ging, waren es 5,2 Millionen. Der größte Teil im Überleiter 11. Das ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit der LMBV ja und dem Land zur Umsetzung bringen. Aber auch ein Teil an der Landmarke Lausitzer Seenland. Dort haben wir eine öffentliche Toilettenanlage im Sommer eingeweiht, die dringend notwendig war. Und auch ein Bootsanleger in dem Kanal dort, den man dann hoffentlich bald auch nutzen kann, wenn das freigegeben wird von Seiten der LMBV und so ganz interessante Touren ermöglicht. Ja. Lassen Sie uns noch kurz einen Blick auf das Jahr 2015 werfen. Sie hatten gesagt, es wird sicherlich nicht in der Größenordnung Geld in die Hand genommen werden können, aber es wird dennoch wieder einiges getan. Ja, das stimmt. Man kann nicht jedes Jahr in dieser Schlagzahl das so schaffen. Das nächste Jahr wird eher mit Vorbereitungen zu tun haben, mit Planungen am Sedlitzer See, wo wir in Lieske einen Baubeginn auch erreichen wollen für den Parkplatz, die Erschließung dieses Strandbereichs. Da arbeiten wir seit einiger Zeit dran. Die Baugenehmigung liegt vor. Wir warten jetzt auf einen Förderbescheid und dann können wir loslegen. Und auch an den anderen Standorten, zum Beispiel in der Bucht da bei Sedlitz, der Standort Lagunendorf ist ja so eine große Vision, hat ja auch öffentliche Bereiche mit einem Strand und einem Anleger, wo wir planerisch vorankommen müssen. Weil das muss alles gebaut sein, bevor das Wasser hochgestiegen ist und die Zeit wird immer knapper. Später wird es dann teurer. Wir beschäftigen uns auch ganz intensiv nächstes Jahr nochmal mit dem Altdöberner See, der erst, in ungefähr 9 Jahren vielleicht dann geflutet und nutzbar sein wird. Aber für die Böschungsbereiche muss man jetzt gemeinsam mit der LMBV sagen, was man wo später mal machen will. Und da setzen wir uns nochmal in der Arbeitsgruppe zusammen und werden uns das intensiv anschauen, was es an Ideen gibt und hier und da auch nochmal überprüfen, ergänzen, um die richtige Ausrichtung dort zu schaffen. Um vielleicht schon mal ein nächstes Ziel zu nennen zu Ostern, so wurde es zumindest schon angedeutet, wird wahrscheinlich auch das neue Fahrgastschiff dann hier auf den Senftenberger See in Fahrt stechen. Ja, also das ist jetzt steht fest, kann man so sagen. Wir freuen uns, dass die Reederin Frau Löwer, die ja hier mit viel Mut, muss man sagen, rangegangen ist, Wort hält, das Schiff ist bestellt. Mein Kollege Herr Just aus Sachsen und ich haben ja dort intensiv mit ihr diesen Vertrag ausgehandelt. Und
sie hat durch die gute Nachfrage auf dem Senftenberger See mit der Santa Barbara, glaube ich, auch noch ein bisschen Schub gekriegt und Mut gefasst. Es ist auch wirklich nötig von der Nachfrage, jetzt ein neues Schiff zu haben. Es wird ein besonderes Schiff sein, ein Solarkatamaran, der dann auch für die Kanäle, für die Schleusen passt von den Maßen. Und es wird dann einen Schiffsverkehr vom Senftenberger zum Geierswalder See geben, also gerade so, wie das immer die Vision war. Da freuen wir uns sehr drauf und hoffen, dass es jetzt im Bau des Schiffes auch zeitlich so klappt, dass es zum Frühjahr dann auf dem Wasser ist. Es gibt eine Menge Aufgaben. Sie haben schon einiges umrissen. Vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelingen bei allen Projekten. Ja, danke schön.